Hallo meine Freunde, grüßt euch, da ist wieder der Onkel David. Und zwar heute haben wir eine schöne Location für euch. Ein altes Bauernhäuschen, komplett möbliert. Und das schauen wir uns jetzt an. Und das wird mega. Also dranbleiben. Und wenn es euch gefällt, dürft ihr mir gerne ein Abo und ein Like da lassen, ne? Also haut rein, bis gleich. So, jetzt gehen wir mal ins Haus. Oh mein Gott. Oh weia. Also wir befinden uns jetzt im Haupthaus. Und ich vermute mal, dass das hier eine Werkstatt war, im Untergeschoss zumindest. Hier haben wir Werkbänke, da liegen noch zwei Flex-Geräte. Hier haben wir einen alten Ofen. Ich gehe mal davon aus, hier hat man dann im Winter Feuer gemacht, dass man es hier ausgehalten hat, dass man hier nicht erfroren ist. Wir haben ein Schwanenbild mit zwei Nackschen. So, dann gucken wir mal einen Raum weiter. Hinten haben wir, glaube ich, eine alte Waage. Muss nur mit dem Licht ein bisschen aufpassen. Wir befinden uns nämlich genau in der Siedlung. Es war schon ein bisschen tricky, hier reinzukommen. Hier, wenn man aus dem Fenster schaut, schaut euch das mal an, da flackt schon voll das Grünzeug davor, also man sieht schon gar nicht mehr raus. Hier haben wir auch noch ein altes Sofa, also das sieht mal aus, als ob hier mal irgendwann irgendjemand geschlafen hat. Und hier auch, also sieht echt ein bisschen gruselig aus. So, dann gucken wir mal in den ersten Stock. Ach du meine Güte. Ist das übelst, Freunde. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt gerade ein bisschen Bammel. Wir sind jetzt hier in den ersten Stock hochgelaufen und da stand Katzenfutter auf der Treppe. Das sah noch relativ neu aus. Also entweder ist hier jemand, der hier Katzen füttert. Oder ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall stand frisches Fleisch auf der Treppe. Kann sein, dass hier irgendjemand was füttert oder dass hier irgendjemand ab und zu mal guckt. Auf jeden Fall ist dieses Haus so laut meiner Recherche und das, was ich von meinem Abonnenten gehört habe, der mir diese Location vermittelt hat, schon mindestens 5, 6, 7 Jahre leer, weil hier jemand verstorben ist.
So, jetzt gucken wir. Auweia. Freunde, das ist die Küche. Hier ist noch ein altes Telefon. Eine alte Keksdose. Muss ich wieder mit dem Licht aufpassen, da ist nämlich ein Fenster. So Freunde, wir sind ja in der Küche gerade. Jetzt machen wir mal den Kühlschrank auf. Ach du Scheiße, Alter. Hier geht der Strom noch. Ja, Wahnsinn. Hier die Küchenzeile, hier ist alles noch da. Hier ist kein Vandalismus, hier ist nichts. Würde mich jetzt nur mal interessieren. Oh mein Gott. Hier ist auch alles noch da. Guck mal auch mal in den nächsten Schrank. Kochbücher. Lappen, alles persönliche Gegenstände hier. Wahnsinn. Das ist... Freunde, das ist mir unbegreiflich. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir fehlen die Worte. Hier haben wir jetzt einen Kalender von 2003 und 2002. Also ich gehe mal davon aus, das Haus ist seitdem nicht mehr bewohnt. Und das sind jetzt 17 Jahre. Das ist schon echt traurig. Freund. So, jetzt sind wir hier im Wohnzimmer. Und allein der Schrank ist komplett gefüllt. Ich bin hier wieder sowas von beeindruckt. Es muss ein Videokassettensammler gewesen sein. Hier stehen überall Videokassetten. Da haben wir auch noch einen Fernseher. Das ist jetzt ein Teil der Bauwand des Innenlebens. Ein Haufen Spiele. Ja, Mann, alten Kamin, richtig schön. So, hier haben wir die Sitzgelegenheiten von damals, also das war das Wohnzimmer hier.
eine riesige Sofalandschaft. So, hier betreten wir jetzt einen neuen Raum. Hier haben wir gleich Parfüm, Eau de Toilette, Seife. Hier hängen noch jede Menge persönliche Gegenstände, Jacken, Sakkos. Hier auch Arbeitsklamotten, Pullis, Schränke voll mit Klamotten. Hier hinten hängt noch ein Babyanzug. Und was mich jetzt übelst schockiert ist, der Wäschekorb schockt mich jetzt gerade am meisten, weil der ist zusammengelegt und nie ausgeräumt worden. Das ist mehr als fragwürdig. Hier haben wir auch noch ein Nachtkästchen. Das Bett ist noch gemacht. Hier wird jemand noch geschlafen haben, obwohl er alleine war. Hier haben wir noch einen Haufen Geldbeutel und Geldbörsen. Ein alter Stuhl. Und da oben noch ein Haufen verpackte Klamotten in Schachteln. So, wir haben jetzt hier im Untergeschoss noch einen Raum. Okay, das war die Toilette. Oh weh. Und von der Toilette geht's in die Tenne. Oh mein Gott, Alter. Was ist das hier hinten? Ein geiles kleines Dreirad, Alter. Boah, ist das mega. Sam, geh mal aus dem Bild. Schnell, echt. Hopp, weg. Boah, Leute, ist das cool. Das ist so richtig oldschool. Das ist doch bestimmt 70er, 60er Jahre. Freunde des Bimmelimmelim, das ist nicht wegen uns, das ist die Feuerwehr. Ja, Wahnsinn. Ein Haufen alte Kisten. Und ein Haufen Kinderspielzeug noch hier. Boah, ist das wieder traurig. Das ist doch hier ein altes Tretauto. Quack, quack. Scheiße. Freunde, hier sind lauter Masken. Hier sind die Schlümpfe. Hier ist Schnatterinchen und irgendein alter Mann. Clownsmasken. Masken für Hüte klein. Oh weia, ey. Boah, hier geht's ja noch weiter. Oh wei, oh wei, oh wei. Da hängt auch wieder ein Kinderspielzeug an der Decke. Boah, Freunde, ich finde das hier echt gerade ein bisschen gruselig mit dem ganzen Kinderspielzeug hier. Hier hat man sich mal eine kleine Landschaft gebaut aus Holzstämmen. Da haben wir bestimmt mit irgendwelchen Ritterfiguren gespielt.
So, Freunde, jetzt haben wir hier das Bad. Wow, 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 wow. Das sieht nicht mehr ganz so einladend aus. Allein das Fenster ist, glaube ich, schon Jahrzehnte nicht mehr geöffnet worden. Boiler ist auch schon ganz lange her, dass die gab. Und die Badewanne. Au, wei, 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 wei. Ich möchte da nicht mehr drinnen liegen. Aber wenn ihr euch das anschaut, hier liegen die Rasierer noch. Da ist die Zahnbürste noch von dem Herrn oder von der Frau. Selbst die Zähne sind noch da. Und das ist, oh Freunde, nee, das ist gruselig. Hier haben wir den Sanitärschrank, der ist auch noch recht gut gefüllt. Und wenn ihr euch die Spinnenweben anschaut, da war schon lang keiner mehr. Da geht's jetzt hoch. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Nochmal dabei. Nochmal eine komplette Wohnung. Oh, wer? Ach du Scheiße. Boah, ist das gruselig. Scheiße. Ja, kacke. Freunde, hier kommen wir gar nicht rein. Oh, da hängen Pelze drin. So, jetzt sind wir von dem Pelzzimmer hier in so ein Nebenzimmer. Und da kommt man rein und guckt nach links und dann sieht man gleich das hier. Ist das übel? I love New York. Oh mein Gott. Wie lange muss das schon leer stehen? Jetzt gehen wir hier einfach mal durch. Ich hoffe, ich drehe jetzt nichts kaputt hier. Ich möchte einfach nur dieses kleine Regal hier filmen. Da steht noch 4711 und kleine Figuren. Oh, ist das traurig. Da hat er wahrscheinlich Hüte gesammelt. Oh, Scheiße. Massen an Büchern. Das ist ein richtig altes Regal noch. Die haben damals sowas noch ausgehalten, nicht wie die IKEA-Regale heutzutage. Hier auch eine Puppe, Figuren, Blümchen, Vasen. Übel. So, dann sind wir mal im nächsten Raum. Oh weh, hier schaut es ein bisschen ramponierter aus, aber hier haben wir auch ein Bett. Ich hoffe, da liegt keiner drunter. Ja, aber so ein schön 90er Jahre Pinguin. Drucker. Also ich gehe mal davon aus, hier, das könnte ein Büro gewesen sein. Da haben wir auch noch so ein paar wahrscheinlich Diskettenschachteln. Und ganz viel Alkohol. Aber hier auch die gleichen Schränke.
So, und dann gucken wir mal einen Raum weiter. Hier haben wir ein Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer der Kuscheltiere. Ist das wahnsinnig? Ist das übel? Hier haben wir einen Pink Panther. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, auch wieder jede Menge Hüte. So einen langen Toilettengang gesehen. Ach du Scheiße. Das ist mal ein langer Toilettengang. Ja. So Freunde, jetzt gehen wir auf den Dachboden. Uah. Ach du Scheiße, Alter. Boah, jetzt bist du hier gleich erschrocken beim Hochkommen. Du denkst, da hängt jemand. Oh mein Gott. Freunde, was soll ich hierzu sagen? Ihr seht das selber. Das ist der absolute Oberhammer hier. Hier haben wir original verpackte Weingläser. Hier haben wir einen 60er-Jahre-Fernseher. Scheiße, ist der geil. Oh, auf sowas stehe ich hier total. Der hat was. Hier, das sieht aus wie von einem Pavillon oder von einem Zelt eventuell, aber eher Pavillon. Uah. Oh mein Gott. Das war, glaube ich, ein Hutsammler. Hier haben wir, glaube ich, einen Teil von einem alten Kinderwagen noch. Und hier haben wir richtig alte Koffer. Ja, uralte Koffer. Der hier auch. Oh, Schlipse. Uhu. So, gucken wir mal hier hinter den Schrank. Oh, alte Schier, alte Stühle, ja mega. So, jetzt sind wir hier in der Garage von dem Anwesen. Die Legende lebt. Scheiße, was ist das? Freunde, ich bin ja jetzt nicht von vorgestern, aber
Aber das ist eine Granate. Aber der Zünder ist schon draußen. Scheiße, Alter, was flackt hier denn rum? Fuck! Und da flackt noch mehr. Nee, das sind Schrauben. Scheiße. Das sah jetzt aus wie Zünder. Scheiße. Freunde, ich glaube, das ist ein ganz großes Kaliber hier. Oder berichtigt mich, weil wenn hier eine Granate liegt und hier sowas daneben, ich gehe mal nicht davon aus, dass es ein Auspuff ist. Leucht mir mal oben rein. Oben, oben. So, Freunde, das war's gewesen erstmal. Jetzt hier in der Garage, der Fund, der hat uns natürlich den Atem geraubt und noch viel mehr. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier auf jeden Fall schnell die Biege, weil so eine komplette Granate hier mal in dem Haus zu finden ist nicht ganz so prickelnd. Na gut, Haus nicht, Garage, aber trotzdem nicht ganz so geheuer. Auf jeden Fall, das Haus wird jetzt ja ausgeräumt. Das steht schon seit, keine Ahnung, 6, 7 Jahren leer. Ein Kollege hat mir nur gemeint, geht's da nochmal hin, bevor es abgerissen wird. Haben wir heute gemacht. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für die Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video und macht's gut. Euer David. Tschüss und ciao.